Der süße Brei. Es war einmal ein Mädchen, das allein mit seiner Mutter lebte. Sie waren so arm, dass sie nichts zu essen hatten. Da ging das Kind hinaus in den Wald. Dort begegnete ihm eine alte Frau, die wusste schon, was sie betrübte. Sie schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem es sagen sollte: Töpfchen, koche! So würde es guten, süßen Hirsebrei kochen. Und wenn es sagte: Töpfchen, steh! So würde es wieder aufhören zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter nach Hause. Nun mussten sie keine Armut und keinen Hunger mehr leiden und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Einmal war das Mädchen ausgegangen. Da sprach die Mutter: Töpfchen, koche! Da kochte es und die Mutter aß sich satt. Nun wollte sie, dass das Töpfchen wieder aufhörte zu kochen, aber sie wusste das Wort nicht. Also kochte es weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immer weiter. Die Küche und das ganze Haus waren voll mit dem Brei. Und das zweite Haus und dann die Straße, als wollte er die ganze Welt satt machen und als gäbe es die größte Not und kein Mensch konnte sich helfen. Endlich, als nur noch ein einziges Haus übrig war, kam das Kind heim und sprach: Töpfchen, steh! Da stand es und hörte auf zu kochen. Wer die Stadt betreten wollte, musste sich nun durchessen.